Hallihallo, da sind wir wieder beim Sport. Unsere Mini-Workouts jeden Donnerstag morgens um 6. Heute geht es ein bisschen ruhiger zu. Beim letzten Mal waren wir doch ganz schön außer Atem, obwohl wir nur auf der Stelle gelaufen sind. Heute geht es um das Dehnen. Unseren ganzen Körper zu dehnen, gerade morgens nach dem Aufwachen, sind wir oft verspannt und ich mache heute mit euch ein paar Übungen, damit ihr euch den ganzen Tag gut fühlt. Also Stretching, Body Stretching, Arme, Beine, Rücken, die Hüften, die Halswirbelsäule. Alles wird ein bisschen gedehnt und glaubt mir, ihr werdet es euch selbst danken für den Rest des Tages, weil ihr euch einfach gut fühlt. Wichtig ist die Regelmäßigkeit morgens. Ihr könnt auch abends oder mittags dehnen, aber gerade morgens finde ich, es ist besonders wichtig, sich zu dehnen, so ein paar Übungen zu machen, ein paar Minuten. Also immer nur so ein paar Minuten. Es geht hier nicht um Extremsport. In diesem Sinne fangen wir jetzt an. Wir stellen uns hin, atmen tief ein und aus, also hüftbreit hinstellen und verschränken. Also gehen mit den Armen über den Kopf, die Schultern bitte nicht an die Ohren ziehen. Es soll nicht so aussehen. Einfach so leichtes Flügelschlagen, die Hüftknochen immer nach vorne. Die Pobacken sind angespannt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, sich immer selbst zu korrigieren. Jetzt nehmen wir die Hände hier im Henkeltopf und gehen mit unserem Kopf leicht nach rechts, leicht nach links. Ganz langsame Bewegungen. Vielleicht bemerkt ihr, dass es so ein bisschen knackt. Also in eurem Tempo langsam rechts, links. Jetzt gehen wir nach hinten, dabei die Hüfte nach vorne, die Handflächen an die Pobacken nach hinten leicht atmen. Dreimal. Und jetzt drehen wir den Kopf langsam nach links dreimal und nach rechts dreimal. Da merkt man ganz besonders, also ich auch, dass es da so ein bisschen knirscht im Gebälk. Gleich den Kopf so ein bisschen noch nach unten ziehen, ganz sanft. Leicht nach unten ziehen und lösen. Jetzt verschränken wir die Arme über dem Kopf, gehen in der Dehnung nach links, Mitte und nach rechts. Und nach hinten und nach vorne. Und dann nach unten. Und dann kommen wir ganz langsam wieder hoch. Nach links. Rechts, nach hinten und nach vorne. Ein bisschen ausschütteln und noch einmal gehen wir nach oben, nach links, zur Mitte, nach rechts, zur Mitte, nach hinten dehnen. Hüftknochen nach vorne, Pobacken anspannen und langsam nach vorne gleiten, ausschütteln und wir ziehen uns langsam nach oben, langsam nach oben. Jetzt legt ihr mal die Hände auf die Oberschenkel. Und geht mit dem Rumpf nach vorne wie so ein Brett, ja? Wir gehen langsam wieder nach oben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Fünfmal nach vorne. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf. Und jetzt gehen wir so in die Waagerechte und ziehen so richtig
die Handflächen nach vorne. Da merkt ihr die Spannung in der Schulter. Das halten wir mal so 3 Sekunden. 1, 2, 3 und nach unten. Nochmal. Wir ziehen, als wenn wir eine Wand wegdrücken würden. Die Arme nach vorne, die Handflächen sind ganz gerade und lösen. Und jetzt gehen wir wieder nach hinten. Wir halten jetzt 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Lösen. Und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt drehen wir den Körper nach rechts, nach links. Die Arme schwingen dabei mit. Merkt ihr, wie gut es tut, dem unteren Rücken. Und jetzt nehmen wir den rechten Arm und drücken mit dem linken dagegen. Ja? Also der rechte will nach hinten schwingen und wir drücken dagegen und halten das 3 Sekunden. 1, 2, 3 oder nochmal 5, 4, 5. Lösen. Linker Arm. Ja? Waagerecht, die rechte Hand und wir drücken dagegen. Schauen bitte nach vorne, alles anspannen. 1, 2, 3, 4, 5. Und immer noch mal so ein bisschen nachdrücken. 1, 2, 3. Und jetzt gehen wir nach unten. 1, 2. Vier, fünf. Ausruhen in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ausschwingen lassen. Schwingen, schwingen, schwingen. Beim Einatmen. Also die Luft kurz anhalten und dann beim Ausatmen gleiten wir noch etwas nach unten. Das geht immer ganz gut beim Ausatmen, ja? Verharren in dieser Position, ziehen uns wieder ganz langsam nach oben und mit dem Oberkörper nach hinten, den Mund leicht geöffnet, den Blick entweder zur Decke oder die Augen geschlossen. Und wir halten diese Position 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Wir lösen. Wir lösen uns. Wir lösen uns jetzt. Nochmal die Schultern. Jetzt dürfen wir die Schultern an die Ohren ziehen. Die Handflächen sind am Körper. Wir stehen immer noch hüftbreit. Und ziehen jetzt die Schultern an die Ohren, halten 1, 2, 3, 4, 5. Lösen. Ausatmen. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Schultern nach unten fallen lassen. Lösen. Tiefer Atemzug. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und nach unten fallen lassen. Jetzt nehmen wir die Handflächen an den Kopf und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und lösen. Und noch einmal. Und 1 und 2 und 3
und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Die Beine ein bisschen lockern. Wir haben ja jetzt angestrengt ein paar Minuten gestanden und jetzt schütteln wir nochmal alles aus. Ausschütteln und jetzt die Augen schließen, hüftbreit hinstellen, einen tiefen Atemzug nehmen, halten und alles loslassen. Alle negative Energie lassen wir los und noch einmal einatmen, Energie tanken, halten. So, ihr Lieben, verschränken wir die Hände, also falten wir sie vor die Brust zusammen, Namaste, die Gebetshaltung aus dem Yoga. Wir danken uns selbst, dass wir uns etwas Gutes getan haben und können jetzt entweder in den Tag starten oder in die Nacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss.